Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um das Thema Hautstraffung nach einer sogenannten bariatrischen Operation. Wir stellen uns also vor, Sie hätten vielleicht 50 oder 70 Kilogramm abgenommen durch einen Magenbypass oder eine ähnliche Methode. Und nun ist Ihr Hautmantel viel zu weit geworden und Sie möchten ihn straffen lassen. Wie funktioniert das? Das ist jetzt unser Thema. Bei mir ist Dr. Antonia Weiß. Sie ist Sektionsleiterin der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Weiß. Sagen Sie mir, in welcher Situation genau sind Ihre Patienten, wenn Sie sie das erste Mal sehen? Meine Patienten sind häufig etwa ein Jahr oder befinden sich häufig ein Jahr nach einer sogenannten bariatrischen Operation, haben massiv Gewicht verloren, häufig sowas wie 50 bis 70 Kilogramm und werden jetzt behindert durch größere Haut- und vielleicht auch Fettmengen, die beispielsweise in den Leisten oder über den Knien oder wo auch immer scheuern, sie behindern und bei der Beweglichkeit einschränken, in der Beweglichkeit einschränken. Nun ist ja dieses Abnehmen ein Prozess, das dauert seine Zeit. Also muss man eine gewisse Mindestgewichtsmenge abgenommen haben oder muss man schon sein Zielgewicht erreicht haben, bis man zu Ihnen in die Sprechstunde kommen darf? Man darf immer in die Sprechstunde kommen, aber sinnvoll für die Planung ist es, wenn man eigentlich sein Zielgewicht möglichst schon erreicht hat, das vielleicht auch schon eine Weile hält. Vor einer Operation ist es sinnvoll, wenn Sie Ihr Gewicht vorzugsweise ein halbes mindestens oder sogar ein Jahr gehalten haben, damit klar ist, dass nach der straffenden Operation keine weiteren Gewichtsabnahmen mehr erfolgen, denn sonst ist dann wieder der Hautmantel zu groß. Das wäre ja schade bei so einem Eingriff. Ja. Und um das nicht zu verpassen oder sicher zu sein, den richtigen Zeitpunkt erwischt zu haben, wartet man mindestens ein halbes Jahr nach einer Gewichtsabnahme. Stagnation. Ja, genau. Weil der Körper sich ja auch noch nach der Anzeige auf der Waage dann ja auch noch mal weiter verändert und die Haut sich wahrscheinlich auch noch mal verändert, ne? Ja, obwohl die Haut leider eben sich nicht mehr viel verändert nach einer solchen Gewichtsabnahme, wenn man vorher so viel gewogen hat, ist die Elastizität der Haut erheblich eingeschränkt und in der Regel schrumpft sie nicht mehr. Das ist ja meistens der Wunsch, aber die Kapazität des Körpers, das wegzustecken, ist meistens nicht ausreichend. Ja, schon sehr überdehnt. Genau. Und dann kommt man also zu Ihnen, ich käme dann zu Ihnen und ich hätte mein erstes Gespräch. Was würden wir denn da besprechen? Ich würde Sie fragen, was Ihre Hauptprobleme sind, worunter Sie am allermeisten leiden und was Sie möglicherweise auch für ernstzunehmende medizinische Beschwerden haben. Und abhängig davon würde ich Sie beraten, womit man anfangen könnte, zu straffen letzten Endes oder sie zu operieren und was die Möglichkeiten sind. Normalerweise würde ich Ihnen Fotos zeigen der Möglichkeiten von Patienten, die schon operiert worden sind. Vorher, nachher Bilder, damit Sie einschätzen können, worum es eigentlich geht. Ja, welche Körperbereiche werden denn am häufigsten gewünscht von den Patienten? Fast überwiegend oder immer ist der Bauch betroffen und mit erheblichen Überschüssen in den Leisten oder in die Leisten reichend rein. Und die Oberschenkel sind häufig betroffen, dann die Oberarme und auch die Brust bei der Frau insbesondere. Aber auch bei Männern ist die Brust häufig ein Thema. Ja, und Sie sagten eben gerade, man bespricht auch noch mal den Absprungpunkt, von, was die Gesundheit anbelangt des Patienten. Inwiefern spielt das für Sie eine Rolle? Was meinen Sie mit Absprungpunkt? Naja, wenn man zu Ihnen kommt, sprechen Sie auch darüber, wie der Gesundheitsstand des Patienten ist, welche anderen Beschwerden er normalerweise hat. Was ist da? Ja, also natürlich muss man im Rahmen dieses Gesprächs die Nebenerkrankungen erfassen, beziehungsweise auch Medikamente besprechen, sehen, ob jemand zuckerkrank ist, zuckerkrank gewesen ist und was es da für Probleme gibt und ob möglicherweise Medikamente eingenommen werden, die die Blutungsneigung in irgendeiner Weise beeinflussen oder ob Thrombosen oder Embolien in der Vorgeschichte oder auch in der Familie bestanden haben. Alles das muss man im Rahmen dieses Gespräches besprechen und als in die Risikokalkulation letzten Endes und auch in die Beratung dann mit einbeziehen. Passiert das häufig, dass Patienten, die zu Ihnen kommen, zum Beispiel Diabetiker sind? Ja, also Patienten, die sehr übergewichtig waren oder es vielleicht auch noch sind, sind sehr häufig Diabetiker. Das ist sicherlich auch ein Grund oder einer der führenden Gründe, würde ich denken, warum bariatrische Operationen so wichtig sind und auch, sagen wir mal, so sinnvoll sind für die Patienten, weil die ganzen Folgeschäden, die durch den
Diabetes hervorgerufen werden, dadurch reduziert werden oder möglicherweise auch dann verschwinden, weil häufig Patienten, die nicht mehr übergewichtig sind, auch nicht mehr zuckerkrank sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch oft Patienten, die immer noch zuckerkrank sind, aber mit einem erheblich geringeren Insulinbedarf als vorher beispielsweise. Ja. Und da man weiß, dass leider Diabetiker zu einer schlechteren Wundheilung neigen, ist sicherlich das Ausmaß der Operation oder auch die Planung, die Operationsplanung, letzten Endes, ob man mehrere Baustellen auf einmal operiert oder ob man das besser unterlässt, dann davon abhängig, was man dem Patienten aus anderen gesundheitlichen Gründen zumuten kann oder auch nicht. Das heißt, da macht man dann doch schon so einen weitläufigen Plan. Ja. Und sprechen Sie auch über das Thema Kostenübernahme? Ja, darüber wird natürlich gesprochen. Ich helfe allen Patienten auch, dass sie möglichst eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse erwirken können. Sind diese Erwartungen unrealistisch, dann ist das auch was, was ich schon im Rahmen dieses Gesprächs zumindest anspreche und versuche, dass die Patienten einordnen können, wie groß die Chancen sind. In letzter Instanz kann man das aber nicht vorhersagen, sondern das sind Einzelfallentscheidungen der Krankenkasse. Wenn wir uns jetzt so eine Operation, so eine Straffung des Bauches vorstellen würden, wie funktioniert das dann? Abhängig davon, wie viel Gewicht verloren worden ist und wie sehr der Körper in der Lage gewesen ist, sagen wir mal, so eine Art Schrumpfungsprozess zu initiieren, gibt es Überschüsse, die im Oberbauch so weitreichend sind, dass sie mit einem alleinigen Straffen von oben nach unten einfach nicht behoben werden können. Und dann kann es sein, dass man eine sogenannte T-Schnitt-Abdominoplastik in Erwägung ziehen kann. Das führt dazu, dass man eher wieder zu einer Taille als Frau beispielsweise kommen kann, dass man da eine schöne Kontur kriegen kann und wird in Kauf genommen, aber durch eine Narbenbildung oder eine Schnittführung, die wie ein Anker ist, letzten Endes vom Brustbein runter bis zu den und dann die Beckenknochen. Also das heißt, ein Schnitt so, genau, und ein so. Schnitt hier in der Bikini-Zone sozusagen einmal so, genau, so quer. Also praktisch, ja, als bogenförmiger oder manchmal auch ein bisschen, je nachdem wie man es anlegt, auch leicht gezackter Schnitt in der Bikini-Zone. Das ist das, was man ohnehin bei einer Bauchdeckenstraffung immer hat. Mhm. Und man hat einen Schnitt um den Nabel herum, eine Narbe um den Nabel herum. Okay, das heißt, der Bauchnabel wird dann, glaube ich, versetzt, oder? Ist das immer so? Ja, das wird immer so gesagt. Versetzen ist eigentlich nicht korrekt, sondern die Position des Bauchnabels auf dem Bauch bleibt immer gleich. Mhm. Und er kommt nur an einer anderen Stelle an der Haut wieder raus und dadurch ist er wie versetzt und wird woanders wieder eingenäht in der Haut. Aber der Bauchnabel, ja, selbst ist nicht in dem Sinne versetzt, ja. Ja, klar, so ist die Logik natürlich. Aber deshalb, es klingt vielleicht missverständlich. Ja, man hört, man liest es immer so. Er wird nicht wirklich versetzt. Nee, genau. Wie tief wird da geschnitten? Also wir reden ja von der Bauchdecke, aber die Bauchdecke, das ist ja auch relativ. Also da ist ja doch, man geht ja doch ganz schön tief eigentlich so. Genau. Oder? Grundsätzlich kommt man irgendwann immer auf die sogenannte Muskelfaszie, also die Schicht, die Hülle, die den Muskel umgibt. Mhm. Und auf dieser präpariert man dann im unteren Bereich Richtung Schamgegend, versucht man in der Regel ein bisschen Fettgewebe stehen zu lassen, in dem dann auch die Lymphgefäße laufen, überwiegend, um da Lymphstaus oder Schwellungen postoperativ vorzubeugen. Aber irgendwann Richtung Bauchnabel muss man immer auf die Faszie der Muskulatur kommen und hebt dann die Hautfettschicht von der Muskulatur ab, letzten Endes. Wie legen Sie vorher fest, wie Sie schneiden, was Sie straffen? Denn der Körper ist ja in Bewegung. Steht der Patient vor Ihnen, wenn Sie das anzeichnen, oder liegt er? Und wie wird das umgesetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, üblicherweise wird im Stehen angezeichnet, erstmal zumindest, weil man im Stehen bestimmte Fixpunkte anzeichnen kann. Und eine gewisse Symmetrie postoperativ leichter zu erreichen ist. Dann allerdings mit so überhängenden Fett- und Hautmengen ist es notwendig, dass der Patient sich auch mal hinlegt, weil man normalerweise diese Mengen gar nicht zur Seite halten kann, ohne dabei dann den Hautmantel zu verschieben oder zu verziehen. Und das bedeutet, man muss eigentlich sowohl im Stehen als auch im Liegen anzeichnen. Und dann nachher liegt der Patient, ja? Dann intraoperativ liegt der Patient, aber erst im Liegen anzuzeichnen wäre fatal, weil man dann aus meiner Sicht niemals ein ansprechendes und korrektes Straffungsergebnis erreichen kann.
Ja, genau. Also Bett in Shape hat Gott lieb, sagt man ja so schön, ein bisschen schief hat der liebe Gott lieb. Also kein Mensch ist ja wirklich symmetrisch. Aber wenn Sie jetzt also plastisch, chirurgisch tätig sind, haben Sie ja doch ein Qualitätsziel. Was ist denn korrekt oder was ist denn ansprechend? Was wollen Sie denn erreichen? Ja, Symmetrie ist auf jeden Fall das Ziel. Aha. Das ist genau wie Sie sagen, die meisten Menschen sind ohnehin nicht symmetrisch. Trotzdem ist das Ziel die Symmetrie und das, was als angenehm empfunden wird bei Menschen, ist auch üblicherweise die Symmetrie. Mhm. Und das versuchen wir zu erreichen. Das funktioniert aber auch nicht einfach nur mit Maß nehmen, weil der Mensch eben auch nicht symmetrisch ist. Manche Menschen haben dann noch einen Beckenschiefstand, der muss ausgeglichen werden. Und auch bei der Hautfettverteilung ist es häufig so, dass plötzlich links mehr ist als auf der rechten Seite, warum auch immer das so ist. Aber das ist was, was man versucht, durch die Operation auszugleichen und hinterher symmetrischer zu haben im Zweifel, als es vorher gewesen ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das kein Versprechen, was man abgeben kann, dass hinterher alles auf jeden Fall symmetrisch ist, sondern es ist das Ziel. Mhm. Und wenn die Operation vorbei ist, was muss ich danach noch tun selber? Besonders wichtig ist, dass letzten Endes die eigentlich schon geänderte Ernährungsgewohnheiten beibehalten werden und dass ganz besonders darauf geachtet wird, dass sich der Patient eiweißreich ernährt. Das hat sich bewährt, weil die Menge an Wundsekret zum Beispiel, die sich bildet und dann ansammelt hinterher und auch das Anwachsen von der äußeren Hülle an diese Muskelfaszienschicht, von der ich gesprochen habe, ermöglicht, offensichtlich besser vonstatten geht, wenn genug Eiweiß im Körper vorhanden ist. Ah. Und besonders zuckerkranke Patienten werden von mir immer angehalten, sich nach der Operation Minimum 2 Wochen, bis die Hauptwundheilung, sagen wir mal, abgeschlossen ist, diätetisch so einzustellen, dass sie auf sowas wie eine ganze Tafel Schokolade oder Fruchtsäfte, alles was blitzartig normalerweise zu einem Insulinanstieg oder auch zu einem Zuckeranstieg im Blut führt, zu unterlassen, mhm. weil das sicherlich auch ungünstig die Wundheilung beeinflusst. Und das sind so die Hauptregeln, würde ich sagen. Etwas wüsste ich gerne noch zum Thema Narben. Mhm. Also Narben werden ja nun zwangsläufig erzeugt durch die Straffung. Hat man da einen Einfluss darauf, dass man die nachher vielleicht nicht so sieht oder dass die nicht so breit werden oder nicht so rot? Ja, der Patient selber hat eher wenig, kann, denke ich, wenig Einfluss nehmen auf die Qualität der Narben. Es hängt von der Veranlagung ab des Patienten und immer auch von der Spannung letzten Endes, die im Bereich der Narbe sich befindet. Und das bedeutet natürlich auch, je stärker man strafft und je strammer letzten Endes genäht ist, desto breiter wird potenziell auch die Narbe, desto mehr wird die auseinandergehen. Da muss man möglicherweise vorher auch mit dem Patienten das noch mal genauer besprechen, wenn Narbenbildung beispielsweise ohnehin ein Thema ist, weil bekannt ist, dass an anderer Stelle operiert worden ist und eine ungünstige Narbenbildung anzunehmen ist, dann kann man sich da ein bisschen drauf einstellen, aber in letzter Instanz lässt es sich nicht vermeiden, sondern es werden sich, wenn jemand eine Veranlagung hat für überschießende Narbenbildung, rote Narben, juckende Narben, breite Narben, dann wird das wahrscheinlich passieren, dann kann man aber frühzeitig auch postoperativ beispielsweise Silikongelfolien verwenden, um dem vorzubeugen. Und das hat auch ganz guten Erfolg. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.